Lieben. Hallo, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration und herzlich willkommen zu unserer Sonntagschallenge. Ihr habt wieder abgestimmt und ihr habt euch für ein wunderbares Thema für uns entschieden. Wir bekommen nämlich heute Geschenke. Es gibt Überraschungspäckchen von uns beiden für uns beide. Genau, Überraschungspäckchen für die beste Freundin zum Thema Sommer. Passt natürlich auch heute gut, ihr seht wahrscheinlich. Wir schwitzen, es ist super warm. Am Schwitzen, es ist sehr, sehr warm. Und ja, ja, Budget war 5 Euro. Maximal 5 Euro, genau. Bitte schön, Eva. Ja. Ich habe was voll Großes hier von dir, voll cool. Und ich habe was voll Niedliches. Ich mag die Farben super gerne. Aber als erstes seht ihr jetzt natürlich erstmal, was wir jeweils für die andere gekauft haben. Und natürlich, wie wir es verpackt haben. Genau. Und los geht's mit meinem Überraschungspaket für Kati mit unserem Tauschpaket für 5 Euro. Und ich habe als erstes ein bisschen bei Nanunana eingekauft. Da hatten sie schon richtig coole Sommerangebote. Und ich habe diese beiden Päckchen kleine Dekoschirme gekauft, jeweils für 25 Cent. Insgesamt dann 50 Cent, haben ursprünglich mal 1 Euro fast gekostet, also 95 Cent pro Packung. Eine werde ich mit einpacken ins Geschenk, die andere lasse ich zur Deko. Geschenke sammle ich mal da hinten. Also 50 Cent schon mal weg vom Budget. Dann komme ich zu meinem nächsten Einkauf bei Nanunana und das ist diese kleine Palminsel. So ein kleiner Getränkehalter für den Pool, aber natürlich auch total die süße Deko-Idee. Und die darf Kati aufpusten, die lasse ich nochmal zu. Dann bin ich bei fast 2,50 Euro. Wie gesagt, es wird ein bisschen aufgerundet. 2,50 Euro. Dann kommt noch eine Sache, die ich gekauft habe für 50 Cent. Und zwar bei Rossmann gab es diese Papiertaschentücher. Total niedlich. Mit Summer ist hier und den Ananas. Hier so ein paar Palmwedel drauf. Total hübsch. Und die werden gleich auch noch mit eingepackt. Damit bin ich bei 3 Euro. Und ich zeige euch noch was Sommerliches. Ein Icepack, richtig schön erfrischend. Mit der Orange hier, so eine übergroße Orange ist da drauf. Hat 1,50 Euro gekostet. Und wer mitgerechnet hat, damit bin ich jetzt bei 4,50 Euro. Ein Teil kommt also noch dazu. Das hier muss natürlich noch einmal gekühlt werden. Aber ich packe es erstmal so ein. Und jetzt kommt das Highlight. Da ist nämlich direkt die Verpackung für alles andere auch schon mit dabei. Es ist pink. Ich wickle es aus. Und es ist ein richtig cooles Glas für 50 Cent. Habe ich auch im Angebot gekauft. Jetzt muss ich natürlich nochmal alle Preise überall entfernen. Und dann werde ich die Geschenke alle in dieses richtig coole rosane Papier einpacken. Das war das Papier, was eben um das Glas herumgewickelt war im Laden zum Schutz. Und jetzt dient es mir noch als Geschenkpapier. Und weil das Ganze ja eine Überraschungsbox sein soll, habe ich mir überlegt, ich packe das Ganze in diesen Eimer hier. Da waren eigentlich Wassereis drin, 80 Stück. Vorne habe ich einfach einen Zettel draufgeklebt für Kati und da kommen jetzt die Geschenke alle nacheinander hinein. Ich starte einmal mit dem Großen hier, das kommt zentral hinein.
Und ringsherum dann die anderen. So, und dann muss es natürlich noch mit den Schirmchen dekoriert werden. Ich freue mich jetzt schon, Kati hiermit zu überraschen. Ich bin sehr gespannt, was sie dazu sagt und natürlich auch, was sie für mich für eine Überraschung hat. Ich war für dieses Video bei Action einkaufen und da habe ich ein paar echt schöne Sachen gefunden. Daraus werde ich ein tolles Tauschpaket für den Sommer für Eva zusammenstellen. Ich zeige euch jetzt erstmal kurz alle Einzelteile, also alle einzelnen Sachen, die ich gekauft habe und sage euch auch, wie teuer das war. Also ich bin auf jeden Fall unter 5 Euro geblieben, 4,30 Euro hat alles zusammen gekostet. Und ich finde, ich habe echt coole Sachen gefunden. Ich fange mal hier an, das sind so Sticker, es sind Puffy-Sticker. Die sind so ein bisschen erhaben, so ein bisschen dicker und weich. Ich hole die da mal raus. Wenn ich die Eva schenke, kann ich die ja auch ohne diese Verpackung verschenken. So kann man es auch ganz gut sehen. Also die sind so schön weich und auch coole Farben, finde ich. So ein paar Sprüche und ein paar coole Symbole. Die gefielen mir auf jeden Fall richtig gut. Und die bekommt Eva auf jeden Fall schon mal. Dann habe ich noch mal Sticker. Das sind Agenda-Sticker, also so Kalender-Sticker. Die finde ich super cool. Die haben übrigens 42 Cent gekostet. Und die Puffy-Sticker hier, die haben 59 Cent gekostet. Und hier sind zwei Bögen drin. Ein Bogen mit ganz vielen Buchstaben und das ist echt cool. Das sind ganz kleine Buchstaben und es gibt jeden Buchstaben auch mehrfach. Also man kann auf jeden Fall damit dann auch was schreiben und sich richtig schön was Kleines in den Kalender kleben. Und dann gibt es hier aber noch so Herzchen und Sternchen und so kleine Schriften. Happy und Why, Yeah, Hashtag No. Also da kann man immer mal sowas mit reinkleben in den Kalender. Ich glaube, die werden Eva sehr, sehr gut gefallen. Dann gab es hier so ein Set. Dieses Set hat 68 Cent gekostet. Nee, 86. Habe ich mich gerade vertan. Das ist ein Set mit selbstklebendem Stoff und selbstklebendem Stofftape. Und ich werde es auch einfach mal auspacken, damit wir uns das etwas besser angucken können. Super schön zum Basteln und Dekorieren. Und das Besondere ist ja auch, dass man dann direkt hier so eine so einen kleinen Stoff zum Aufkleben hat und das passende Tape. Da kann man also sehr, sehr cool Sachen mit dekorieren. Ich finde, das ist richtig sommerlich. Einmal, das sieht ein bisschen so aus wie so kleine Sprinkles auf so einem Donut. Und davon haben wir auch noch hier das passende Klebeband. Dann Fische, richtig sommerlich und auch eine so schöne Farbe. Also das ist meine Lieblingsfarbe, so richtig schön blau-türkis. Und zusätzlich ist dann noch dieses Stoffstückchen mit dabei. Finde ich auch schön, passt gut dazu, kann man toll kombinieren. Kann man sich schön irgendwas mit bekleben, einen Kalender mit bekleben und dann eben die Kanten noch hier mit schön bekleben. Also sehr, sehr schönes Set und das Ganze hat 86 Cent gekostet. Dann, ihr wisst, ich kann nicht aus Action rausgehen, ohne eine Packung Washi-Tape mitzunehmen. Das Washi-Tape hat 79 Cent gekostet, diese drei Rollen und die sind auch richtig schön sommerlich. Einmal haben wir hier Make Today Awesome. Ups, so. Make Today Awesome. Kann man jetzt nicht so gut erkennen. Also in weiß steht das da noch mit drauf. Und passend dazu kleine Kakteen. Das finde ich auch so schön. So ganz unterschiedliche kleine Kakteen. Auch relativ schlicht, also weiß, auch die Töpfe sind weiß, nur die Kakteen richtig schön grün. Und das passt hier natürlich ganz toll dazu. Und die dritte Rolle, das ist einfach gestreift. Das habe ich eigentlich auch schon in ganz verschiedenen Kombinationen. Und das kann man aber trotzdem immer gut gebrauchen, kann man schön damit kombinieren. Sieht echt toll aus. So, dann bin ich schon beim letzten Teil, was ich gekauft habe. Das hat 1,64 Euro gekostet. Das ist ein Luxuspapierblock. Hatte ich auch vorher noch nicht gehört, was ein Luxuspapierblock ist. Ist aber auch richtig schön sommerlich. Ihr seht schon hier Flamingos und Wassermelone, alles richtig schön sommerlich. Und das ist ein ganz besonderer Block, wie ihr hier schon sehen könnt. Der hat so verschiedene Schichten. Und in der ersten Schicht, da sind
so Pappen, also das sind so kleine Bilder aus Pappe, die man hier so raustrennen kann oder so kleine Herzen, die man raustrennen kann. Da stehen verschiedene Sprüche drauf. Damit kann man Sachen richtig schön verpacken und verschenken. Dann hier nochmal eine Kamera, eine Wassermelone, Family Forever und super schöne Sachen. Ich zeige euch die mal alle in so unterschiedlichen Farbkombinationen, so ein bisschen hier mit so einem Papplook. Das sieht auch aus wie so ein Polaroid-Foto. Da kann man richtig toll mit basteln. Es geht immer noch weiter. Hier ist noch eine Sprechblase, noch eine Sprechblase, noch eine Kamera. Hier nochmal ein paar verschiedene Sachen. Und hier nochmal was. Und es geht immer noch weiter. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Seite. Mit einem Flamingo und hier so Schriftzügen, also so Bannern. Sehr, sehr, sehr schön. Und dann kommt was, das kenne ich auch noch gar nicht. Das ist wie so Butterbrotpapier oder wie so Backpapier. Und da ist dann so eine schöne Schrift drauf. Das ist dann leicht transparent. Kann man sehr schön zum Basteln verwenden, finde ich. Wenn man da jetzt eine bunte Pappe hinterlegt, also das kann ich mir echt schön vorstellen, gibt es hier in Schwarz, in Gold. Da haben wir hier nochmal Schwarz und Gold. Aha, und dann sind wir schon bei der dritten Schicht vom Block angekommen. Das sind wunderschöne Pappen. Also richtig tolle Pappe mit Muster drauf. Unterschiedliche Muster natürlich wieder. Das finde ich auch sehr schön mit den Herzen. Oder das gefällt mir auch super gut. Das ist einfach so wie ein kariertes Blatt, aber dann so in der Ecke ein bisschen bunt dekoriert. Dann mal einfach eine ganz schwarze Pappe dazwischen. Sieht aber trotzdem so ein bisschen aus wie so ein Kreidelook oder so. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da die bunten Sachen dann von vorne drauf klebt. Dann bunte Punkte. Eine Holzseite. Und nochmal blaue Punkte hier unten mit Pink. Und dann kommt nochmal, das ist jetzt die vierte Schicht von unserem Block, das ist eine Seite mit Stickern. Die Sticker sind eigentlich ganz ähnlich wie hier vorne die Pappeseiten und die sind natürlich nur hier selbstklebend. Finde ich super cool, gab es auch noch verschiedene Varianten von. Ja, das sind die Sachen, die ich für Eva für unser kleines Tauschpäckchen gekauft habe. Und daraus werde ich natürlich jetzt was richtig Schönes für Eva zusammenpacken. So, jetzt habe ich mich entschieden, wie ich das Ganze angehe. Ich werde mir hier eine Pappe raustrennen und daraus eine schöne kleine Schachtel basteln für Eva. Und da kommen dann die Sachen rein, die ganzen kleinen Überraschungen. Ich werde dann in diese Kiste dann nicht den kompletten Block tun, sondern ich werde ein paar schöne Sachen für Eva hier raustrennen und die für sie mit reinlegen. Dann kommen auf jeden Fall hier die Washi-Tape-Rollen und die Textiltape-Rollen mit rein, die Sticker. Und ich habe mich hier schon für diese Pappe entschieden. Ich finde, die sieht halt richtig toll sommerlich aus. Ich werde hier eine ganz einfache Schachtel basteln. Dafür drehe ich das Ganze um und brauche jetzt einen Lineal und einen Bleistift. Und ich werde mir komplett von allen Seiten immer 3 cm markieren, dass ich dann hinter so ein Fältchen in der Mitte habe und hier immer 3 cm Abstand. Dafür mache ich mir einfach an verschiedenen Stellen eine kleine Markierung und die werde ich dann gleich alle zusammen verbinden. Ich habe rundherum kleine Markierungen und die werde ich jetzt noch alle verbinden. Jetzt habe ich mir das hier nochmal ausgemessen. Wenn ich jetzt nochmal ungefähr 9 cm hier markiere und 9 cm hier auf dieser Seite, dann sind hier in der Mitte auch ungefähr 3 cm. Also hier auf der anderen Seite auch nochmal 9 cm von diesen Linien aus zur Mitte hin und das jetzt auch nochmal verbinden. Als nächstes hier von der Seite einmal einschneiden bis zur Markierung. Außerdem hier in der Mitte zweimal einschneiden. Einmal hier und einmal hier. Auf der anderen Seite auch wieder von der Seite einschneiden. Und hier nochmal wieder zweimal einschneiden. So, nun noch alles zusammenfalten. Also hier entlang des Knicks. Und ich glaube, dann kann man schon langsam die Schachtel erkennen. Das kann ich natürlich jetzt hier mit Washi-Tape festkleben. Oder ihr benutzt einfach einen Tacker.
Die aufklebbaren Stoffe habe ich schon mal drin. Dann habe ich hier diese Sticker, die habe ich einfach in der Mitte einmal durchgetrennt, damit die auch reinpassen in meine kleine Schachtel. Und genauso habe ich das mit den anderen Stickern gemacht. Die habe ich einfach so auseinandergeschnitten und lege die so mit rein. Dann kommt auf jeden Fall das Klebeband mit rein. Textilklebeband und Washi-Tape. Und vom Luxusblock, Luxuspapierblock, da werde ich jetzt noch ein paar coole Sachen hier für Eva raustrennen. So, ich habe ganz verschiedene schöne Bilder rausgetrennt, so zum Basteln, zum Dekorieren. Und die kommen auf jeden Fall auch noch mal hier unten drunter. Da habe ich auch noch eins gefunden, was ich auf jeden Fall vorne auf die Box draufkleben werde. Es soll ja ein Sommertauschpäckchen sein. Und ich habe hier noch mal diese schönen transparenten Glitzerschriften, die werde ich auf jeden Fall auch hier mit reinlegen. Da kann Eva dann auch was Schönes mitbasteln. Also ein buntes kleines Bastelpäckchen für den Sommer mit vielen tollen kleinen Bastelideen. Das wird jetzt verschlossen. Ein bisschen schütteln, damit es auch sich verteilt. Ja, passt so. Hier kommt noch Hello Summer drauf. Und damit sich das Päckchen nicht öffnet, habe ich hier noch ein schönes Schleifenband, auch schön passend in den Farben. Das werde ich da auch noch drum wickeln. Tada, mein kleines Tauschpäckchen, mein kleines Geschenk ist fertig und es hat auch weniger als 5 Euro gekostet. So. Wollen wir einfach... ich würde sagen, wir packen einfach aus. Ich habe auf jeden Fall schon mal diese super niedlichen Schirmchen. Ja, ich habe direkt gerne auch Verpackung mitgekauft. Und das rosane Papier gab es gratis dazu. Praktisch. Ja. Also die Pappe da ist auch direkt mitgekauft. Ah. Die kannte ich auch noch nicht. Oh, Washi-Tape! So, ich fange mal hier mit an. Und die Farbe ist super schön. Ah, ich glaube, das ist ein Glas oder so. Ich reiße das einfach mal auf, ne? Vorsicht. Make today awesome. Sehr, sehr schön. Oh, das ist, glaube ich, ein Trinkbecher im Ananas-Look. Yep. Cool. Dann habe ich noch... Ich gucke so ein bisschen irritiert gerade, weil ich mich frage, ob hier nicht oben noch irgendwas... Nein, da gehört ja nichts zu. Okay. Ich gucke nicht so, weil ich denke, oh, was ist das, sondern ich war kurz... Ich dachte, Ananas, fehlt da nicht noch was? Nee. So, dann... Wir haben schon so ein ähnliches Glas. Ja. aber das hier war die... Ich gebe es zu, das war die günstigere Variante. Deswegen gibt es auch so viele Geschenke, weil sie alle sehr günstig waren. Habt ihr ja schon gesehen. Kathi muss sich das gesamte Video noch angucken, dann sieht sie auch die Preise. Taschentücher. Und zum Thema Sommer. Auch Summer ist hier und dann mit Ananas drauf. Und ich brauche ja auch mal viel Taschentücher. Kann man ja auch immer gut gebrauchen. Ich könnte direkt eins rausholen und mein Gesicht ein bisschen abtrocknen. Oh. Bisher habe ich sehr, sehr coole Sachen hier. Voll schön. Das ist alles zum Basteln, was du da hast, Eva. Das sind solche kleinen Goldschriften. Total schön. Also hier habe ich schon mal kleine weitere Schirmchen für meine Schirmchensammlung. Und das hier vermute ich mal, ach, eine Palminsel für ein Getränk. Oh, cool. Die packe ich direkt mal aus. Richtig cool. Boah, hoffentlich habe ich jetzt noch so viel Puste, das aufzupusten. Kathi hat das alles super schön für mich vorbereitet. Super viel zum Angucken. Und die sind total schön. Super viele richtig, richtig schöne Sticker. Und Buchstaben. Und Glitzer. Das sind kleine Kalendersticker. Die sind total schön. Sticker kann man nie genug haben. So. Und solche Sheets. Und seine eigene Palme kann man auch nie genug haben. Oh, schön sommerlich alles. Da kann jetzt mein Glas rein. Genau, das war das Ziel. Mein Schirmchen vielleicht noch. Und ich habe ja noch was. Ich komme hier gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall so ein Dreierpack Washi-Tape mit Kakteen. Habe ich euch ja auch schon gerade so ein bisschen gezeigt. Und Kathi hat es euch natürlich auch schon gezeigt. Oh, das kann man bestimmt in den Kühlschrank tun und sich damit kühlen, ne? Ja. Voll cool. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und perfekt fürs Wetter. Es ist nur leider noch nicht im Kühlschrank gewesen. Nee, leider nicht. So eine Sekunde gerade, wie schön es gewesen wäre, wenn es jetzt kalt wäre, dann würde ich mir das direkt... Eine Orangenscheibe. Ja, alles echt richtig cool sommerlich, Eva. Gefällt mir sehr gut. Und ich muss mich hier wirklich noch durchsuchen. Es ist so cool. So viele kleine Überraschungen.
auch so eine kleine Sonnenbrille. Super, super schön. Vielen, vielen Dank. Ja, danke. Macht auf jeden Fall Spaß, der besten Freundin mal ein kleines Sommerüberraschungspaket zu schenken. Genau. Es muss auch nichts Teures sein. Also ihr habt gesehen, wir haben unter 5 Euro ausgegeben und man kann natürlich auch unter 2 Euro ausgeben und einfach ein kleines Überraschungspäckchen machen. Ich hatte das bei Action gekauft. Mhm. Ich war... Ach hier, ich sehe schon Nana. Nanu Nana war das. Die haben schon so Summer Sale gehabt. Okay, praktisch. Deswegen waren die Sachen alle... fast alle schon im Angebot. Und die Taschentücher sind von Rossmann. Ah, okay. Ja, sehr, sehr cool. Genau. Also macht auf jeden Fall Spaß. Vielleicht, wenn die Freundin in den Urlaub fährt, dass man dann nochmal so ein kleines Päckchen vorher übergibt mit einer kleinen Sommerüberraschung. Sehr, sehr schön. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt natürlich auch abstimmen, welches Päckchen euch am besten gefallen hat. Worüber hättet ihr euch mehr gefreut? Einfach abstimmen. Also wie immer, Hashtag Team Kati oder Hashtag Team Eva. Aber jetzt müssen wir mal entscheiden. Ich glaube, wir haben beide auf jeden was Fall gewonnen. Was heißt denn jetzt Team jeweils? Also das, was diejenige bekommen hat oder was diejenige geschenkt hat? Ich glaube, geschenkt hat es am einfachsten. Genau. Also Team Eva, wenn ihr meint, das, was ich bekommen habe von Eva, ist am coolsten. Und Team Kati, wenn ihr meint, das, was Eva von mir bekommen hat, ist am coolsten. Also gerne wieder mit abstimmen. Oder Team Beide, wenn ihr beides gut findet. Ich würde auf jeden Fall heute für Team Beide stimmen. Ich auch. Also es ist, ich finde die Sachen, die ich dir geschenkt habe, super cool. Oh, guck mal. Oh nein, sie ist es zu oder ist es kaputt? Ich weiß nicht. Ich habe den Bon noch, wir können es zurückbringen. Es wird auf jeden Fall schon so ein bisschen schlapp, meine Hände hier. Ja, das ist nicht das Vielleicht Ziel Vielleicht liegt es an der Wärme. Wahrscheinlich. Ja, sehr, sehr cool. Was sagt ihr dazu? Stimmt natürlich auch wieder ab. Natürlich auch unsere anderen Videos. Genau. Genau, wieder auf unsere App gehen, für das nächste Sonntag-Challenge-Thema abstimmen. Auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.